nachzuholen, ne? Plan und so. Wir sind bei 18%, das ist der erste, der eigentlich was machen müsste. Schauen wir mal. Die anderen beiden arbeiten auch, die anderen beiden Fahrer. Auffällt Nummer 36 ist der Fantastik, oder Kontakt. Und der Arion ist auffällt Nummer 19, der aktuell nicht arbeitet, weil er halt nicht konstant wird. Macht aber nichts. Hier gehen wir fast durch und da kann man aber sehen, ich habe es gerade kurz vom vollen Ende jetzt gestern umgestellt, dass er den Aureifen nutzen soll, aber nicht vom Kurs angehört, als angehängt. Ne? Also im Grunde müsste er jetzt zum Feldausfahrt kriegen und den Kurs vom ne, und dahin. Und der 19L dann Kurs mit Kursplay. Wird man auch mal probieren, ne? Das funktioniert. Muss ich mal sehen. Das sind so nur Dinge, die weiß ich halt nicht, wenn wir mal testen. Ne? Die haben genau funktioniert. Das ist ganz wichtig, jetzt sind wir jetzt dabei, damit man sehen kann, dass es klappt. Ja, ich glaube, jetzt kommt ein Spiel rauen, aber jetzt sieht man viel kalt normalerweise. Also wir hatten wieder das gleiche, was wir gemacht haben, wenn wir das Feld bestellt haben oder bevor wir bestellen. Ne? Jetzt gucken, pH, der pH-Wert ist bei Wert für Leben 6,75 und wir gehen ein bisschen etwa jetzt 5,26 von Fläche aus. Ganz gut. Die war weg, ne? Und deswegen ist ja ganz wichtig, dass er mit Kalk nachdrückt. Dann düngen wird nicht ganz so tragisch. Da reicht es allgemein aus, weil der ja relativ viel drin hat. Weil normalerweise kalken wir ja vor der Aussaat, weil eigentlich die Kalkstreuer breite Reifen haben wegen dem Gewicht, wo Düngermaschinen normalerweise auch schwer sind, nicht? Deswegen haben die auch zwei. Ne? Also wir wollen ja genau den Wert haben zu leben, ne? Also das ist für die Frucht, denke ich mal. Und wenn wir jetzt sobald für die Aussaat beginnen, für Herbst, morgen also, müssen wir noch sehen, dass wir die Gärreste ausfahren. Also auf BGH 2, sagt man ja so, jetzt im Juni, da schon mal viele Ball umher im Kurs, das ist ungünstig. Da muss ich mal sehen, ob das funktioniert. Der Ball fällt ja nicht weg. Das ist jetzt nicht schlecht. Warum nicht? Also im Feld kann sich liegen, der hat Holger gemacht. Gut. Nicht gut. Warum macht er das nicht? Das ist genau so, aber so auch nicht. Ah, spät, spät, spät. Mal gucken, wer das macht. Ziemlich schnell. Ja, das haben sie gedacht. Ich muss mal gucken, ob ich das hier ändern kann. Geladen, also
dass ich da im Prinzip jetzt geladen kalt mache. Wo das alles Quatsch ist. Ich hatte auch Müsste. Und zwar dann hat man hier sicher beladen kalt. Und dort fällt 49. Probier es mal aus. Da wird er eigentlich meckern, dass er so leer ist. So, jetzt kalt nicht ganz das Ding oben hin, aber wir gucken mal. Ne? Hier war ja fertig, glaube ich. Ja, okay. Jetzt kommt. Und kein Kurs gefunden. Dann mal schicken wir los. Kurz berechnen. Warten. Das ist jetzt blöd. Wieso hat das jetzt nicht hier funktioniert? Verstehe ich nicht ganz. Ich bin zu hoch. Der Ladenkalk müsste aber mal losgehen, ne? Unabhängig vom Kursbild. Beladen und dann abkippen. Das fällt. Beladen Kalk. Gut, dann schicken wir mal dahin, ne? Das klappt auf jeden Fall. Na, dann machen wir kurz kürzer. Der wird dann gleich fertig sein. Scheint voll zu sein, ne? So sehen kann. Wir gehen mal ins große Menü rein. Bodentypen, pH-Wert. Das scheint nicht besser zu gehen, okay. Und hier ist er bei. Kostet richtig Geld. Gut, nicht gut. Anführungszeichen, ne? Gut, dann gehen wir auf Feld 3. Güllefahrer, unsere Gärreste. Machen da weiter. Für die andere BGH bringt das nichts, weil das wahrscheinlich nicht funktionieren kann, weil da aber nicht rankommen, dass wir den Ball rumliegen, das muss man hier manuell. Hier ist nicht mehr viel da. Das Problem. Ich bin nach halt morgen mehr mit Fingerarbeit als alles. Hier ist kein Kalk drauf, ne? Also wahrscheinlich, wenn wir die Aussaat gemacht haben, dann können wir hier auch kalken. Oder werden auch kalken. Dann macht das Sinn. Oh ja, das ist ein guter Sinn. Ne? Da kommen wir nicht durch, das ist zu groß. Wird man so wie Arlen sein und super GAU, dann ist alles abgebrochen oder irgendwas kräftig verzogen und runde Schrott, das kannst du tun, ne? Weil viel kann hier nicht drin sein. Das haben wir aktuell den Mistfahrer mal gleich durchschicken. Und hier aufladen.
weil BGH soll ein bisschen arbeiten, ne? Ist er wieder leer, kann er eine Fuhre fahren. Denn hier ist es beladen Mist und das klappt. Ist aber ein anderer Modus, ne? Dann gehen wir kurz zum Kuhstall. Und oder dahin. Das ist im Grunde egal, dann müssen wir den aktivieren, ne? Hier klappt das mit den Förderbändern, weil hier mehr Platz ist, ne? Hier steht keiner im Weg. Und da ist es baulich gesehen besser. Aber wie gesagt, wenn das nicht klappt, ist es ungünstig, ne? B. Müsste jetzt laufen. Die Ruhe. Der Mist ist fast alle, in Anführungszeichen. Dann haben wir noch einen zweiten Stall, auch noch Mist. Ja, hier ist recht gut gefüllt. So, bleibt der andere. Der Pferd, Maximum Pferd. Okay, der holt sich gerade Kalk ab. Und der ist leer. Da wird sich jetzt zeigen, ob das klappt. Wie gesagt, er muss ja den Punkt finden, das ist das Problem. Und wenn er keinen Punkt findet, dann ist es ein Problem mit Audreif. Der muss schauen, ob ich da irgendwo was machen kann, damit er den Punkt findet. Ne? Der scheint jetzt den Punkt gefunden zu haben, den Kurs. Mal schauen, dass wirklich die richtige Reihenfolge ist. Ne? Ob man erst Feld machen muss und dann Kalk abfahren oder so, wie die Reihenfolge ändern müsste. Das weiß ich nicht genau. Ich habe das neulich zwar am Video gesehen, aber ich sag mal so, ich bin da ein bisschen schüsselig und hab wieder vergessen. 12 Minuten, ja, kann man ganz kurz näher reingucken. Oder ich muss einfach tauschen, wenn man sehen, jetzt nicht klappt, dann muss man sehen, ich werde jetzt eigentlich das Feld 36 abfahren, das ist ja eigentlich der verkehrte Punkt. Dann mal ganz kurz lassen. Das ist auch ein bisschen ungünstig, ne? Er wollte irgendwo anders hin. So, wir tauschen das mal. Machen hier oben auf Feld 36 hin. Und hier unten geladen. Geladen Kalk 2. Jetzt fahre ich mal aufs Feld. Und dann müsste er ja gleich wieder losgehen. Also er hat zumindest den Punkt gefunden. Also müssen wir schauen. Und hier, wenn Gerest abholen, ist ungünstig hier, da liegen viele Ballen dafür. Gibt Probleme. Gut, Puma ist angekommen, dann können wir gleich manuell ja halt hinschicken zum Feld. Das ist ja die andere Lösung halt. Das wollte ich ja gerade vermeiden, ne, dass wir da was machen müssen. Dass wir selber da im Grunde andere Arbeiten machen können, ne, wie Verkaufen von unseren Gütern, ne. Wir brauchen ja übrigens Geld. Wir sind ja schon arbeiten. So, hier ist noch nicht gemacht worden. Das ist die Richtung. Da sind wir am anderen Ende. Denn die Wiesen werden morgen auch wachsen und dann, naja, Stufe 1 geht noch mit Kalk, ne? Macht noch Sinn. Aber hier bei Blumen, bei Sonnenblumen ist das ein bisschen ungünstig. Das muss ich noch vorher fertig kriegen. So. Geht mal hier so rauf. Hier. So. Runde gar nicht. Einstellen. Und jetzt geht er eigentlich zum Kurs. Jetzt geht er eigentlich Übergabe an
Alkohol drauf. Eigentlich. Wir laden kalt. Ich bin nicht ganz sicher, ob er auch den richtigen Kurs nimmt. Ne? Also ich weiß ja nicht, wo er langfahren will. Ne? Eigentlich so Feldausfahrt normalerweise. In der andere Richtung Kurs, Autodrive-Kurs für Kalk. Wenn er jetzt woanders langfahren will, weiß ich auch nicht. Weil er zeigt hier keine Punkte an. Ne? Also müsste eigentlich normalerweise. Doch, da zeigt er an. Das weiß ich. Muss ich mal merken, muss erst Feld stehen, also das Feld, wo er hinfährt, und dann also Zielpunkt und dann beladen Kalk, ja, der Punkt, wo er aufladen kann. Und dann holt Kalk und dann müssen wir hier noch echt schon. Das wäre doch hier auch lang, das passt. Das müsste eigentlich da hinkommen. Irgendwie. Aber hier das bisschen schon eingestellt. Also eingefahren. Das ist nur die Frage, ob man einfährt, aber auch klappt. Ne? Das ist eine entscheidende Frage. Ne? Da kann man auch viele Fehler machen. Ne? Und hier haben wir ganz gute Vielgärer. Da muss man mal gucken, ob wir dann die Ballen wegkriegen. Denn wäre schade, wenn wir jetzt unnötigerweise. Das scheint zu funktionieren. Scheint. Also, dieser Modus beladen. So, hoffen wir das Beste, gehen wir auf den Hof. Gehen wir auf den Hof. Die Wiese wäre nicht so schlimm, wenn es kalt wird, aber wie gesagt, hier unser. Das möchte ich schon, ne? Dass unser Dornenfeld kalt wird. Das Feld habe ich mir einfach zugekauft und das ist ganz gut, wenn wir das jetzt ein bisschen hinkriegen, ne? Das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Dienstag. Ich hoffe, ihr habt frei. Machen wir ganz kurz hoch. Ich kurz anlassen. Oder beziehungsweise hier. Einstellen. Und wieder nicht auf. Das Ende, ne? Aber. So. Normal. Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal, fühlt im Verkauf. Ja, morgen geht es hier weiter mit Karten auf Rombenfeld und wahrscheinlich die Wiese. Wird dann bald fertig sein. Und dann gehen wir bald auf höhere Geschwindigkeit, um das an den Tag zu überleben. Da guckt gleich mal nach, wie viel gemacht. Das sieht man auch Futter brauchen. Ja, dann geht es morgen weiter hier. Und das ist ja kurz vor Silvester. Ne? Morgen noch nicht, aber hauptsächlich vergesse nicht die Grüße an den Tag. Ne? Typ im Verkauf. Nochmal ein dickes Danke für das Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir müssen damit befinden.